In den letzten 24 Stunden gab es bei der MSO folgende Änderung. Heftige Kämpfe gehen in Richtung Nikolajew Kryvyi Rog weiter. Die WSU versuchten erneut von Kirova nach Alexandrowka durchzubrechen. Russische Einheiten wehrten den Angriff jedoch erfolgreich ab. Die ukrainische Gruppe kehrte zu ihrer ursprünglichen Position zurück. WSU gelang dem zunächst der Durchbruch zu Pravdina, wo im Dorf Kämpfe ausbrachen. Später vertrieb die russische Seite den Feind aus dem Ort. Von der Seite von Pasapatro-Pokrowski näherte sich der Feind kurz Kisilovka und hier wurde der Feind zurückgedrängt. Jetzt gehen die Kämpfe im Gebiet Soldatskaja-Petrowskaja weiter. Russische Truppen halten sicher diese Verteidigungslinie. Nordöstlich von Pasat-Pakrowski haben die so kleine Erfolge. Die ukrainische Gruppe übernahm die Kontrolle über das Dorf Tschernowoje Pode. Die Streitkräfte der Ukraine versuchen auch, das benachbarte Lubomirovka einzunehmen, das weiterhin unter russischer Kontrolle steht. Im Bereich des Dreiecks Andreevka-Lazarevo-Suchostawak, trotz ständigem Beschuss durch russische LSK und Artillerie, konnte die WSU doch Fuß fassen von Berezino-Govati. Kommt ständig Ausrüstung durch eine Pontonüberfahrt in der Nähe von Andreevka an. Nachschub sind auch polnische Panzer T-72 beteiligt. Solange es genügend Reserven gibt, wird die ukrainische Gruppe Kräfte sammeln und dann konzentrierte Schläge abliefern und versuchen, den Brückenkopf zu erweitern. Einmal haben die Streitkräfte der Ukraine Suchostawak bereits verlassen. Sie versuchen jetzt dorthin militärische Ausrüstung für weitere Offensive zu verlagern. Im Freien ist das ein wunderbares Ziel für russische Truppen. Trotzdem baut die russische Armee das Militärpotenzial der WSU weiter ab. Am zweiten Tag in Richtung Kryvyi Rog dauern erbitterte Kämpfe in Olgina und Wysokopolje weiter an. Fortgeschrittene Einheiten des 331. Regiments der 45. Brigade der russischen Streitkräfte halten die Offensive zurück unter schwerem Artilleriebeschuss. Das Kommando der WSU verwendet amerikanische HIMARS gegen russische Verteidigungsstellung. Der Gegner verlegt weiter gepanzerte Fahrzeuge aus dem Norden. Auch polnische T-72-Panzer kommen hier zum Einsatz. Östlich von Wysokopolje brach die Offensive der WSU in Marilubowka nach Solataja Balka vollständig zusammen. Russische Truppen schlugen feindliche Angriffe souverän zurück. Mit Mörsenfeuer wurden die Grenzdörfer Elisabetowka und Alexejewka bei Kursk angegriffen. Ziel des Angriffs war ein Mobilfunkmast, der nicht beschädigt werden konnte. Folglich entstanden lokale Brände, die gelöscht wurden. In Elisabetowka wurden sechs Privathäuser beschädigt. Es gibt keine Toten oder Verletzten.